Wenn Sophismus damit gemeint wird, Herz reinigen, Enthaltsamkeit, der Weg dazu, zu Herz reinigen, Enthaltsamkeit, mit Gottesfurcht und Sunna, Beweise aus Koran und Sunna, dann haben wir damit überhaupt kein Problem. Weil das eine Begrifflichkeit ist. Und diese Begrifflichkeit heißt Reinigung oder klar zu machen. Aber wenn Sophismus Philosophie bedeutet, was normalerweise mit Enthaltsamkeit, mit Herzreinigung, mit dem Weg von Koran und Sunna und mit Gottesfurcht nicht mehr zu tun hat, sondern Wege, die Bid'a sind, die nennen das Tariqa, und Erklärungen, die nicht Koran und Sunna zu belegen sind, bestimmte gottesdienstlichen Handlungen, die weder im Koran noch in Sunna zu finden sind, weder die Muslime das gemacht haben, noch die Muslime das akzeptieren, dann ist das mit Sicherheit ein Bid'a und das ist, da muss man davor warnen. Und leider das meiste, was heute existiert, ist diese Art und nicht diese Art, die erste Art, was ich erklärt habe. Barakallahu fikum, At-Tasawwuf mittlerweile, das Sufismus mittlerweile, ist sozusagen mystisch. Und das ist sozusagen eine Philosophie eher geworden oder ein Versuch zu philosophieren, die Religion zu philosophieren. Und der Chef dieser, sage ich jetzt, Richtung war Ibn Arabi. Bitte aufpassen, es gibt Ibn Arabi und es gibt Ibnul Arabi. Das ist ein großgelehrter, malikitischer Rechtsschule, sehr bekannt, nach dem Weg von Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Und Ibn Arabi Muhyiddin ist der mystische, sophistische Führer dieser Bewegung, die damals entstand. Und das Wichtigste für diese Leute ist, Barakallahu fikum, Wahdat al-Wujud, Panatismus. Das bedeutet, alles ist Allah und Allah ist alles. Deshalb sagt Ibn al-Arabi, der Diener ist Gott und der Gott ist Diener. Wenn du mir sagst Diener, dann sage ich dir Gott. Und wenn du sagst Gott, dann sage ich dir Diener. Wer ist dann verpflichtet? So sagt er. Und er hat zu den Leuten von Damaskus gesagt, was ihr anbetet, ist unter meinem Fuß. Man hat gesagt, später, man hat gegraben, da hat man Geld gefunden oder Schatz. Und er sagt, ja, ihr betet Geld an. Aber in Wirklichkeit, das ist was anderes. Barakallahu fikum, dieser Ibn Arabi oder ein Hussein al-Hallaj hieß das. Und dieser Ibn Arabi, Barakallahu fikum, sagte, willst du Allah sehen, dann schau mal diesen Hund, das ist Allah. Ja, auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, das sind Leute, der gesagt hat, das wird alles ist Allah, das wird du bist Allah, ich bin Allah. Und dann in sein Tafsir, in seine Erklärung, der hat das versucht, sozusagen den Koran, die Ayat des Korans, so zu beugen, damit er am Ende sagt, ja, ich bin richtig, mein Weg ist der richtige Weg. Und das machen nur Leute, die ihrem Gelüst folgen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zum Beispiel, Allah sagt bezüglich Idris, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صُدِّقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Das heißt, erwähne im Buch Idris, er war wahrhaftiger Prophet. Und wir haben ihm eine Höhestellung gegeben, erhoben. Was bedeutet das? Dass Idris a.s. erhoben ist. Und man sagt, Barakallahu fikum, der ist im vierten Himmel, als der Prophet s.a.w. ihn getroffen hat und so weiter in der Himmelreise. Auf jeden Fall, der sagte, aber Ibn Arabi, der sagte, nein. Das höchste, der höchste Platz, was natürlich alles von der Welt regelt, ist urban von der Sonne. Und dort findet man
die Stelle der Seligkeit von Idris. Aber die höchste Stellung haben wir Muhammadana. So sagt er. Ja? Möge Allah uns bewahren. Weil Allah sagt, وَأَنْتُمُ الْعَنُمْ. Weil Allah sagt, ihr seid die Höchsten. Und der Prophet, sozusagen, die Leute, die den Propheten, mit ihm sind, das bedeutet, obwohl wir Muhammadana nicht akzeptieren, als Namen oder als Bezeichnung, wir sind Muslime. Und wir folgen dem Propheten Muhammad, auf jeden Fall, dann sagte er, وَهُوَ يَتَعَلَى عَلْ مَكَانِ لَا عَلْ مَكَانَ. Das bedeutet, die höchste Stellung ist anders als der höchste Ort. Und hier, barakallahu fikum, man merkt, ich meine, wenn man das erzählt auch, da ist es ein bisschen komisch. Was wird hier gesagt? Dann, barakallahu fikum, in Surat al-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. O Leute, fürchtet euren Herrn, der euch aus einer Seele erschaffen hat. Der sagte, und das ist sehr schwer zu übersetzen übrigens jetzt, aber ich versuche es. Er sagte, Taqu Rabbakum, fürchtet euren Herrn. Der sagte, ihr müsst sozusagen einen äußerlichen Schutz vor eurem Herrn. Und was in euch ist und das ist euer Herr, sollte das Schutz vor euch sein. Ich meine, wenn das hört, dann versteht man, was er meint. Der meint, möge Allah uns bewahren, dass wir Äußerliches und Innerliches haben. Und das ist diese Art von Al-Batiniyya. Al-Batiniyya, barakallahu fikum, die sagen, es gibt ein Wort, was eine Bedeutung hat, aber dies interessiert uns nicht, das Wort und ihre Bedeutung. Aber es gibt eine andere, implizite Bedeutung und das kennen wir nur. Die anderen nicht. Und deshalb, wenn man sagt Allah, der sagt, das Wort ist Allah, aber die Bedeutung ist was anderes. Deshalb haben sie gesagt, wie zum Beispiel Nusayriya, die haben gesagt, das Wort ist Allah, aber der Sinn ist Ali. Das Wort ist Allah, ja, aber der Sinn ist Ali. Und deshalb, der redet mit dir so, der redet mit dir. Der sagt dir, aber ich bete. Aber wie betest du? Der sagt, innerlich. Innerlich. Das Äußerliche interessiert uns nicht. Das Innerliche. Und deshalb, das ist katastrophal, barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt auch so viele andere Beispiele, die sind katastrophal, möge Allah uns bewahren. Da sollte man auch wirklich danach nicht suchen, weil man wirklich Konflikt im Kopf bekommt. Weil das Philosophie mit Schirk, mit Kufr, mit alles zusammen gebunden ist, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und einige von ihnen, die haben gesagt, es gibt eine Andeutungstafsir. Andeutung. Was ist Andeutung? Aber nicht jeder kann diese Andeutungen verstehen im Koran. Die normalen Leute oder Gelehrten, die können nur die Wörter verstehen und erklären. Aber ihr Tafsir, ihre Erklärung ist weit. Das geht nicht um das Wort an sich selbst, sondern das geht um diese versteckte Andeutungen und versteckte Bedeutungen, die nur Leute kennen, die auf dem Weg auf Tariqa von diesem Sufismus oder von dieser Art sind. Nicht jeder kann das verstehen. Und bei manchen, barakallahu fikum, ist die Sprache so schön und die reden so gut. Wenn das nicht gegen Koran und Sunna wäre, dann kein Problem. Aber meistens, die meinen was anderes und die stecken in diesen Erklärungen etwas, dass sie neue Bedeutungen erfinden, damit sie bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Es gibt Leute, die immer etwas Komisches bringen. Und die versuchen, ihre Gedanken in der Religion, sage ich jetzt, zu stecken, indem sie die Religion ändern nach ihren Gelüsten.
Und bezüglich Koran gab es Leute, die etwas erklärt haben. Und weil die Leute das schön gefunden haben, oder da hat man schön gesprochen, dann haben die Leute das angenommen. Obwohl die Person, die diese Erklärung macht, nichts vom Koran hier erklärt. Also der Koran hat eine Bedeutung und die Person erzählt über eine andere Bedeutung. Und übrigens, in unserer Zeit gibt es zwei, drei Stück davon. Und die Leute sind von ihnen begeistert. Und weil sie bekannt geworden sind, und wenn du den Leuten sagst, dass es diese Leute machen Katastrophe, die Leute glauben dir nicht. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Als Beispiel: Alif Lam Mim. Was bedeutet Alif Lam Mim? Alif, Barakallahu fikum, Buchstabe, Lam Buchstabe, Mim Buchstabe. Was bedeutet das? Allahu alam. Allah hat uns das nicht erklärt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch das nicht erklärt. Der sagt Allahu alam. Wir wissen nicht. Aber einige sagen, Alif ist dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbereitet hat, um ihn als Gesandter zu entsenden. Lam, das ist von Lama. Lama im Arabischen, das bedeutet tadeln und vorhalten. Weil diejenigen, die gegen den Propheten waren, die haben ihn getadelt, vorgehalten, was machst du und was tust du. Und Mim, das ist für die Leute, die den Propheten verleugnet haben. Munkirun, Mim. Wer hat das so behauptet? Wo ist Beweis dafür, dass so eine Erklärung für den Koran existiert? Es gibt nicht. Es gibt nicht. Ha-Mim, Ein, Sin, Kaf. Das sind auch, Barakallahu fikum, Buchstaben, die kommen an Suren am Anfang. Alif, Lam, Mim, Ha-Mim und so weiter. Dann sagen sie, Ha bedeutet... Ha bedeutet der Krieg von Ali gegen Muawiyah. Ha im Arabischen bedeutet Harb, Krieg bedeutet Harb. Deshalb Ha ist für Harb, für Krieg. Mim, das ist Marwan ibn al-Hakam von Bani Umayyah. Ein, das sind die Abbasin. Sin, As-Sufyaniyun. Qaf, Qudwa Mahdi. Das wird Vorbild Mahdi. Und das ist natürlich, da merkt man, dass es bei Shia sowas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Koran darf man nicht mit Meinung, darf man nicht mit Gelüst, darf man nicht mit solchen Themen erklären, damit man bestätigt, dass man richtig ist. Aufpassen. Und wer den Koran so erklärt, dann begeht eine große Sünde bis zum Kufr. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.